Olli kommt. Scheiße, folg mir. Oh, und dann Waggon oder kriechen ist natürlich auch eine sehr, sehr gute Idee. Weil man sich da auch sehr gut unter verstecken kann und keiner schaut da unter wirklich nach. Bei einer Patrouille. Es sind natürlich extrem viele. Rambo-Action würde sich hier überhaupt nicht lohnen. Kein Laut. Mann, aber so müssten sie den sehen. Vor allem, weil er kein Ghillie-Student hat. Aber solche Missionen sind wir ja... Oh, ja, ist ja bekannt von MW1, und zwar der Pribyat-Mission. Da kriegen wir ja auch als Sergeant... Ich sage an. Als Sergeant... Na, wie heißt der jetzt? Ah, wie heißt der denn jetzt? Sergeant... Einmal Captain Macmillan und... Captain Price, genau, Sergeant Price waren wir ja zu der Zeit. Der Wichser gehört mir. Das will ich sehen. Nett gemacht, nett gemacht. Muss man ihn lassen. Ja, hat er gut gemacht. Und ich laufe einfach über die Leiche drüber, natürlich. Sieht aus, als ob sie in die Stadt ziehen. Wir müssen die Sache schnell erledigen. Größere Knarren gewinnen keine Kriege mehr. Aber das Bezahlen von Arschlöchern in schmutzigen Gassen etwa? Es geht ja nicht nur darum. Wort und Bild sind so mächtig wie eine Kugel und wir brauchen politische Zugkraft, um diese Sache zu erledigen. Scheiße. Es... Halt. Das Gebiet und... Cool bleiben. Klare Sache, Boss. Ja, das ist, was ich vorhin angesprochen habe. Nur dem Spotter folgen. Ziel vorne. Lass ihn. Er steht zu frei. Mein Zeigefinger zuckt schon. Mein Abzugsfinger. Ich sage an. Okay, dann sag mal an. Aber warum wie. Warum keine Ghillie-Suits getragen? Noch einer rechts. Nicht schießen. Verstehe ich nicht. Aber der M24 ist es ja auch nicht. Ah, aber könnte sein. Könnte ein M24 sein. Könnte aber auch in anderer Form wieder nicht sein. Schwer zu sagen. Stopp! Lass uns gehen. Vorsichtig! Cool, wir haben aber bis jetzt noch kein Leben verloren. Das finde ich sehr, sehr gut. Weil die Medikits sind hier auch nicht gerade sehr, sehr viele. Ist auch eher, ja, Mangelware. Zwei weitere Männer auf Patrouille. Lass sie vorbei. Folg mir. Er hat irgendwie so eine Galil oder so mit Schalldämpfer. Gut, warum nicht? Lauf. Folge Maddox, abgeschlossen. Mal gucken. Aber er sieht echt cool aus. Vielleicht... Müssen wir noch mal aus den... Kontakt vor uns. Schalt sie aus. Leise. Okay. Macht er denn da? Achso, er repariert den Stromkasten. Okay, der sieht mich nicht. Der hat schön den Rücken zu mir. Oh, warum nicht? Dann kann ich zwei Stealth-Kills machen. Alter, wenn der zu mir guckt, ne? Gut, hat er nicht. Tut er nicht, sagen wir mal so. Der nächsten Bein. Natürlich passe ich da nicht durch. Bin zu dick. In-game. So. Ah, zum Glück haben sie mehrere Stealth-Kill-Animationen eingebaut und nicht, dass es immer der gleiche ist. Natürlich ist sowas auch sehr cool. Verdammt, was ist das? Das ist keine Rauchgranate, wäre jetzt sonst schon verpufft. Lass uns so schnell wie möglich dort durchkommen. Das ist normaler Rauch. Scheiße, auf den Boden! Aha. Drei Leute. Okay, ich dachte, man hätte eben auch kein Double erzielen können. Manchmal hilft echt nur warten.
Obwohl, jetzt könnte man den da frei ziehen und da ein Doppel machen. Vorher sollte man aber noch den Scharfschützen da oben ausschalten. Das war knapp, Karl. Erinnere mich, dass ich nicht mehr auf dich höre. Bekomm jetzt keine kalten Füße, Partner. Scharfschütze für dich. Oben. Sache her. Natürlich wird man hier extrem an der Hand. Es ist wirklich wahr, dass man... Lass uns einen Zahn zulegen. Meinst du, du schaffst einen Doppelkill? Ja, immer doch. Toll. Schaff ich gar nicht. Sein oller Helfer im Weg. Ist das nicht wahr? Ich habe ihm den Stahlhelm abgeschossen. Normalerweise durchschlägt eine Sniper-Gewehr das. Den Helm. Ich hätte es wirklich anders machen sollen. Ah, nein, verdammt. Ah, das wurde halt in den einen Kommentar gemeint, dass man halt zu doll in, oder an der Hand genommen wird, indem man wirklich alles gesagt bekommt hier. Töte erst den Sniper. Töte erst das. Töte dann das. Sicherlich Überreste der kroatischen Luftwaffe, die hier Fuß fassen wollen. Die müssen irre sein, so niedrig unter der Nase der Luftabwehr zu fliegen. Ich hoffe, du hast Plastiksprengstoff. Sonst müssen wir uns was einfallen lassen. Ja, ich hab sie. Lasst uns hoffen, dass diese Fliegerjungs abhauen, sobald wir ihren Job erledigt haben. Gib mir Deckung, ich geh rein. Ich werde die trotzdem nachher erstmal. Bam. Und dann noch einen schönen Double Kill mit der Kugelkamera. Das ist natürlich sehr nice. Jetzt müssen wir eigentlich freien Laufweg haben, um hier bis Plastiksprengstoff legen zu können. Genau, schön ans Bein. Ladungen gelegt. Nimm etwas Abstand und schick sie in die ewigen Jagdgründe. Ah ja. Leider konnte man nicht feuern. Flak-Artillerie abgefertigt. Heil dich, schalt den anderen Schützen aus. Jo, jo, bin schon unterwegs. Hopp, hopp. Na, schade. In den Bus. In den Bus. In den Bus. Oder auch nicht. Okay, scheiß drauf. Schieß ein Tor für die Auswärtsmannschaft. Rüber zum Letzten. Nachladen. Nehmen visuell nicht Kontakt. Bleibe dollen. Die wissen zwar, dass ich da bin, wohl. Auch nicht genau wo. So. Einer müsste da noch sein. Wo ist wo? Bring das C4 am Flakgeschütz an! Ja, ja, ich muss den Typen erstmal. Da unten ist er. So. Natürlich ist Sniper Elite V2 garantiert bestimmt und so weiter und so fort. 1000 wird er schon wieder besser, weil man da natürlich mehrere Freiheiten hat. Aber Teil 1 von Sniper Ghost Warrior war auf jeden Fall auch mein Fall, weil man halt, ja, das halt alles mit einberechnen musste. Bup, bup. Ich weiß nämlich nicht, ob man da auch schon den roten Punkt hatte. Die bewegen sich weiter nach Norden. Wer weiß, wie lange das dauert. Wir müssen abhauen. Ich treffe dich etwas weiter am Tunneleingang. Gute Arbeit, Cole. Maddox klopft auf die Schulter. Huh. Hätte nie gedacht, dass ich das mal erleben werde. Unser Mann sollte an der anderen Seite dieser Unterführung sein. Los. So. Da kommt jemand. Hier rein. Oh, es sind zu viele. Ich gehe mal in Deckung. So, die lassen wir erstmal schön vorbeiziehen. Natürlich könnte man jetzt so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Verdammt, lauf!
Ja, warum musst du schießen, du Idiot? Alter, er sagt, ja, lassen wir die ziehen, lassen wir die einfach mal ziehen und dann passt das schon. Ich leg eine Waffe! Sperrfeuer! Beeil dich! Und dann, ja, nö, passt schon, ne? Ey, das mache ich auch so, Mann. Du brauchst gleich deine scheiß Ladung nicht mehr zünden da. So. Wo denn? Du bist Anderson, oder? Marinov? Haha, der einzig wahre. Du hast von mir gehört, hä? Schick mir deinen Lebenslauf später, wir haben's eilig. Ihr Amerikaner seid immer so beschäftigt. Busy, busy. Ihr müsst euch mal entspannen. Eine Flasche russischer Wodka. Oh, eine schöne Frau im Arm. Damit würde ich gerne behilflich sein, hä? Vielleicht später. Du kennst also den Weg zu Vladimir Schlager. Ja, ich befürchte schon. Ich wollte diesen schrecklichen Ort nie wiedersehen. Doch die Geister von Vladic opfern wollen Gerechtigkeit. Deshalb sind wir doch hier, oder? Genau deswegen. Und wegen des Koffers voller 100-Dollar-Scheine. Ich glaube, dein Partner mag mich nicht. Ich mag dich auch nicht, aber dazu sind wir nicht hier. Je schneller du uns zu Vladic Lager bringst, desto schneller kommst du zurück zu Frauen und Wodka. Sehr gut. Folgt mir. Okay. Hey, ein Part. Jo. Und fortfahren. Sarajevo, Bosnien, Zeit. 16:00, Juliet. Und dann mehr noch ab 14. April 1993. Und Standbild wegen Speichern. Ist mein Mikro überhaupt an? Ja. Racer 3-2, haben Sie Kontakt mit Ziel Yankee aufgenommen? Over. Verstanden, Uniform. Alles läuft nach Plan ab. Verstanden, Racer. Kann er liefern? Er glaubt schon, aber meiner Meinung nach ist das Ergebnis nicht das, was Sie erwartet haben, Colonel. Behalten Sie Ihre Meinung für sich, bis die Mission erfolgreich beendet ist, Sergeant. Halten Sie das Ziel an der kurzen Leine, besorgen Sie das Bildmaterial und Rückzug. Bestätigen Sie. Jawohl, Sir. Wir sind dran. So, und weiter geht's. Ende nicht getroffen. Dieser Krach, das warst du, oder? Messi, Messi, ab jetzt gehen wir leise, okay? Du brauchst nicht jeden umzunieten, den du siehst. Nur die Clowns, die den Nerv haben, sich uns in den Weg zu stellen. Wenn ich du wäre, würde ich sicherstellen, dass wir Vladic finden. Ja, Vladic ist im Park. Vom dritten Stock solltet ihr gut eure Fotos machen können. Los, wir müssen vorsichtig sein. Überall Soldaten. So. Und von rechts kommen Leute von mir. Erreiche die dritte Etage, um Fotos zu machen. Ja. Alle in den Raum. Oh. Warte, bis er sich absetzt. Mein Gott. Okay, knall den Typen am Fenster ab. Ruckzuck. Sniper! Abknallen! Keine Gnade! Turbo Compilation! Mein Gott, diese dummen Stahlhelme, ne? Hier lang! Normalerweise müsste auch ein Sniper-Schuss dadurch gehen. Natürlich wird der Schaden abgezogen und die Reichweite ein bisschen vom Schalldämpfer. Natürlich habe ich den so. Oh. Wie weit fliegt der denn? Der ist jetzt. Halt mal Luft an. 84 Meter weit geflogen. So weit ich den gemessert habe. Ja. Schöne Deko, oh definitiv. Feuer frei. Erledige sie schnell. So. Meta ist Gubina. Doma, wo neu? Warum hast denn du das nicht? Los. Maddox. Bin jung. Ja. Mal Medikit nehmen.
Geh doch mal weg da!